Friede sei mit euch. Liebe Mitchristen, die erste Botschaft, die der Auferstandene verkündet, ist eine Friedensbotschaft. In diesen Texten hören wir diesen Gruß zweimal. Friede sei mit euch. In der Eucharistiefeier sprechen wir ihn wieder aus. Wie sieht es heute damit aus? Es geht um Macht. Das beobachten wir in der gesamten Menschheitsgeschichte immer wieder. Gute Beispiele sind das Reich Alexander des Großen, das Römische Reich, die Machtblöcke von Ost und West bis dorthin, wo was sich heute in der Ukraine abspielt. Das Böse wird dabei nicht ausgerottet. Nein, ganz im Gegenteil. Da kommt Jesus mit seiner Friedensbotschaft. Er will aus dem Chaos, das Menschen ausgerichtet haben, herausführen. Der Friede kommt als ein Ängstlichungsvorgang aus dem Inneren heraus. Wahre Friede ist keinesfalls Gleichgewicht des Schreckens, wo alle brisanten Fragen ungelöst bleiben. Wichtige Voraussetzung für Entängstlichung ist bestimmt Vertrauen. Da kommt jetzt Thomas dazu. Lange Zeit als ungläubig bezeichnet. Was will er? Er will Beweise, Sicherheiten. Gut verständlich, denn Messias gab es zu seiner Zeit genügend. Die Erlösung von allen möglichen Versprachen, auch von der Befreiung aus der Unterjochung durch das römische Imperium. Wieso soll Jesus auf einmal der richtige Messias sein? Er ist doch am Kreuz gescheitert. Er will es genau wissen, was zu seiner Heilsgewissheit durch Berührung führt. Christentum will uns mit allen Sinnen berühren und das ist gut so. Thomas kommt zur Erkenntnis, mein Herr und mein Gott. Es ist dies eine schrittweise Glaubenserfahrung, eine zu Jesus hin Bewegung, die uns allen gut tun wird.